interessante Vorträge, lehrreiche Workshops und jede Menge Action. All das bietet der Greyhound Community Day 2012 und in den starten wir jetzt. Hildebrand, für euch ist das jetzt der zweite Community Day. Was ist das Besondere sowohl für euch als auch für den Kunden bei diesem Event? Das Besondere an diesem Event, Alina, ist die Tatsache, dass man hautnah miteinander kommunizieren kann. Wenn wir hier in die Runde sehen, sehen wir im Gespräch vertiefte Leute. Und das ist sicherlich der wichtigste Faktor hier auf dem Community Day. Miteinander reden, miteinander umgehen und sich austauschen. Und es gibt aber auch die sportliche Komponente. Genau, auch die sportliche Komponente kommt natürlich bei uns nicht zu kurz. Wie das letzte Mal im Tropical Island ist auch diesmal viel geboten. Und zwar, da hinten sieht man es vielleicht noch im Augenwinkel, sind wir heute hier in der Skihalle in Neuss. Und es gibt Action im Schnee für jeden, der Lust hat. Aber bevor es für die Teilnehmer auf die Piste geht, wird sich zunächst über aktuelle Themen im E-Commerce informiert und ausgetauscht. Herr Schmidt, Sie sind bislang noch kein Greyhound-Kunde. Was für ein Bild konnten Sie sich denn bislang von der Software und von den Leuten, die hinter der Software stehen, machen? Durchweg gut. Ich war vor allem überrascht, dass auch viele Nutzer hier sind und die durchweg Gutes zu sagen haben. Das ist natürlich gerade, wenn man die Arbeit mit dem Produkt nicht kennt, erstmal vertrauenserweckend und sehr wichtig für uns. Das Event ist ja auch immer was Besonderes. Sie waren jetzt noch nicht dabei, aber es gibt neben den Vorträgen ja auch immer die sportliche Komponente. Was für einen Eindruck haben Sie bislang von dem Event? Wie gefällt Ihnen das? Ich muss ehrlich sagen, so viele sportliche Leute habe ich noch nicht gesehen heute. Deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wenn Sie allerdings so kompetent im Sport sind, wie Sie das bisher in Ihren Fachbereichen waren, dann bin ich da relativ zuversichtlich. Sehen wir Sie denn nachher auch noch auf der Piste? Das weiß ich noch nicht. In irgendeiner Aktivität, ob das jetzt kletternd, skifahrend oder an der Bar ist, werden Sie mich sicherlich noch sehen. Ja, dann bin ich gespannt, wo ich Sie entdecke. Bis später. Herr Esmeyer, Sie betreiben einen der größten deutschen Versandhandel für Gastronomiebedarf und nutzen Greyhound ja auch schon seit einigen Jahren. Was zeichnet Greyhound für Sie aus? Ja, wir sind wirklich schon, ich glaube, 6 Jahre dabei, vom Feedback-Manager kommend, von Greyhound noch mehr begeistert, weil bei uns ganz klar die klassischen Probleme bestanden. Wir haben 10 bis 14 Leute im Kundenservice und da war Doppelbearbeitung, unklare gesendete Objekte waren immer ein Problem. Und Greyhound, würde ich sagen, ist ganz, ganz besonders halt für die Teamfähigkeit unseres Vertriebs ganz, ganz entscheidend. Jeder kann, glaube ich, was mitnehmen, auch wenn wir etwas speziell auf B2B natürlich eingestimmt sind. Hier sind einige B2C-Themen, aber generell bisher super interessant und auch spannend, natürlich Leute kennenzulernen hier. Was konnten Sie denn bislang aus den Vorträgen für sich mitnehmen, für Ihr Unternehmen? Ja, das letzte gerade, VoIP, war sehr interessant, weil das setzen wir nicht ein. Wir sind noch so ganz klassisch ISDN gepolt. Da muss man sehen, ob das interessant werden könnte. Und natürlich auch Partner, die vorgestellt worden sind, die ich noch gar nicht kannte bis zum heutigen Tage. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen einhaken, was wir daraus machen können für uns. Können wir Sie nachher auch noch auf der Skipiste sehen? Ja, ich habe mal eine kleine Knieverletzung gehabt letztes Jahr, die war nicht so lustig. Also ich werde eher dann vielleicht mit so einem Reifen runterrutschen, als mich auf die Skier stellen. Aber ich werde irgendwas machen, auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns da später noch. Gerne. Das war's mit dem Informationsteil für heute. Jetzt geht's an die Action. Ich schau mal, wen ich wo finden kann. Bitte Schwung geben! Yes! Ja! Und dann noch Zoll am See. Wer tut auf der Bergung, haben's immer an Leveln. Jungs, ihr habt euch für Snowboardfahren entschieden. Ist das heute das erste Mal oder seid ihr Profis auf dem Gebiet? Wir sind keine Profis, aber es ist heute auch nicht das erste Mal. Und habt Spaß hier allgemein beim Event? Alles gut? Alles schön. Es ist prima. Tolle Kulisse. Schnee ist super. Schön, es könnte ein bisschen mehr Powder sein, sage ich mal, oder Tiefschnee wäre nicht schlecht,
Aber sonst alles prima. Dementsprechend würde ich vermuten, sehen wir uns später auch nochmal auf der After-Work-Party quasi. Genau. Genau, sind wir auch mit dabei. Ja. Super, dann noch viel Spaß jetzt erstmal. Danke. Stefan, du hast dich hier fürs Skifahren entschieden. Wie gefällt es dir auf der Piste? Ja, super toll. Das ganze Event ist ganz klasse. Ist eine einmalige Kulisse und bin froh, dass ich hier bin. Und mit viel Skifahren, das macht echt Spaß. Wie gefällt dir die sportliche Komponente beim Event? Finde ich super. Ich fahre auch das erste Mal Ski heute. Das macht mir total Spaß. Und allgemein auch die Vorträge, soweit zufrieden mit allem? Ja, war ein tolles Event. Ist ja noch nicht zu Ende. Genau. Aber du bist morgen auch noch dabei bei den Workshops und zum Austausch. Genau, ich werde auf jeden Fall noch zwei der Workshops mitmachen und freue mich auch, mich noch weiter mit den anderen austauschen zu können. Das klingt sehr gut. Dann wollen wir dich auch gar nicht länger aufhalten. Bahn frei quasi. Das Skifahren ist das Leibendste, wo es nass in der Früchte. Oliver, du hast dich fürs sportliche Zuschauen entschieden, hier an der Eisbar. Wie gefällt dir das Event bislang? Ja, bisschen gut. Also es ist ja für mich ein Heimspiel. Ich kenne die Skihalle schon sehr lange. Und insofern war ich natürlich schon auf das Event gespannt, kannte aber die Location schon, bis auf das Hotel natürlich. Und ja, also der sportliche Teil gefällt mir natürlich auch. Und die Vorträge, wie waren die Vorträge? Sehr gut. Ja, es ist ja immer so, manches kennt man schon so ein bisschen. Also diese SIP-Geschichte, die kannte ich schon, weil wir schon sehr lange Voice-over-IP machen. Aber so an sich wird man durch sowas ja nie dümmer. Ne? Also ich bin zufrieden. Und heute Abend auf jeden Fall auch bei der After-Work-Party dabei dann. Selbstverständlich. Dann sehen wir uns da später. Wem der Winter zu lang war, konnte sich auch fürs Klettern entscheiden. Das haben allerdings nur zwei getan und da schauen wir jetzt mal, ob wir die irgendwo in den Seilen entdecken können. Theresa, du hast dich fürs Klettern entschieden, die erste Runde ist geschafft. Wie war's? Erstaunlich gut. Eigentlich habe ich ein bisschen Höhenangst und traue mir das eigentlich nicht so ganz zu. Und am Anfang war es auch ein bisschen komisch, aber jetzt ging es ganz gut. Bist du denn allgemein mit dem Event soweit ganz gut zufrieden? Vorträge habt ihr jetzt gehört, jetzt ein bisschen sportlich sein. Alles okay soweit? Alles bestens soweit. Ja, dann wünschen wir euch noch ganz viel Spaß. Dankeschön. Uli, Henning, ihr habt wieder viel Zeit hier in die Organisation des Events gesteckt. Läuft alles gut? Ich hoffe zumindest. Also ich persönlich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Also wir hatten, glaube ich, eine sehr coole Stimmung heute. Es war ein sehr lockeres Event, sehr chillig auch. Die Vorträge sind sehr gut angekommen und waren halt eben auch schön reduziert, dass es halt nicht zu langatmig wurde. Ja, und danach jetzt das Skifahren hat super viel Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, an der Bar war es auch ganz okay. Uns ist halt vordergründig wichtig, dass die Leute hierher kommen und nicht nur normalen Informationsgehalt aufnehmen, sondern auch ein bisschen Action-Komponente, ein bisschen Spaß, abends gutes Essen. Dass es einfach eine lockere Atmosphäre ist, wo die Leute sich unterhalten können, weil wir haben zu viele Veranstaltungen in der Branche, wo auch das Ganze ein bisschen zu kurz kommt. Dazu gehört es auch heute Abend mit dem einen oder anderen Kunden ein Bier zu trinken und ja, da freuen wir uns drauf und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Veranstaltung. Finde ich eine gute Sache. Lass uns doch gleich losgehen. Ich habe auch schon ein bisschen Hunger. Ja, und dann später einfach noch ein Bierchen trinken. Jetzt geht's hier voll in die Abschiedsparty. Hattest du bislang Spaß heute? Auf jeden Fall. Ich war ein bisschen überrascht, dass ihr den Event hier machen wollt. Aber ich finde es total super. Das Ambiente ist perfekt. Wir haben jetzt hier die Party. Wir sind vorhin Ski gefahren und haben vorher ein bisschen was über Greyhound gelernt. Die Mischung ist einfach super. Also eine rundum runde Sache bislang. Ganz genau. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich finde, ihr habt das mal wieder perfekt organisiert. Und ich freue mich total, dass der Abend jetzt hier noch ein bisschen Party bringt. Andreas, die Stimmung ist hier schon ziemlich gut. Wie gefällt es dir hier? Einfach nur super. Geile Stimmung, das Skifahren, dein Abschied, besser geht's nicht. Also alles perfekt bislang. Du freust dich auf morgen. Also wir sind sehr zufrieden, haben sehr viel mitgenommen. Und ich denke, dass wir auch einiges umsetzen können. Und jetzt kann aber eben noch ein bisschen gefeiert werden. Nur noch Party bis morgen früh. Okay, viel Spaß dabei. Danke, ciao. Du
Die Disco-Lichter sind erloschen, die Sonne scheint wieder. Wir starten Tag 2 des Greyhound Community Days 2012. Was ist mit der Software alles möglich? Wie kann ich mithilfe von Greyhound die Prozesse in meinem Unternehmen weiter optimieren? Diese und weitere Fragen werden den Teilnehmern heute in verschiedenen Workshops beantwortet. Jörn, du leitest heute einen der Workshops. Was können die Kunden bei dir lernen? Bei mir lernen die Kunden heute etwas über Retouren- und Reklamationsprozesse. Dadurch, dass wir gerade viele Versandhändler haben, ist das ein recht interessantes Thema für die. Bei mir lernen sie im Endeffekt, wie sie die Prozesse bei sich im System selbstständig anwenden können oder auch entwickeln können. Und darüber hinaus haben wir heute noch zwei andere Workshops, wo es unter anderem um das Thema Dokumentenmanagement und proaktiver Kundenservice geht. Ist also eigentlich für jeden was dabei? Klar, ist auf jeden Fall für jeden was dabei und ich hoffe, dass jeder Kunde hier irgendwas Neues quasi für sich mitnehmen kann und dann auch gegebenenfalls bei sich im Unternehmen einsetzen. Also die Workshops haben mir allgemein sehr gut gefallen. Besonders gut ist, dass man auch merkt, dass nicht nur kleine Sachen verbessert werden können, sondern dass das große Ganze nicht aus dem Blickfeld verschwindet. Also man kann wirklich überall im Unternehmen ansetzen und ganz, ganz viel verbessern. Natürlich trifft nicht alles zu. Jeder hat auch seine spezifischen Kundenanforderungen. Die Kunden ticken ja alle irgendwie ein bisschen anders. Aber zu 80% kann man sicher was davon hernehmen, ja. Und allgemein mit dem Event war alles okay? Ja, da war alles okay. Wegen mir hätte es ruhig früher losgehen können heute früh, aber wenn die anderen noch Party machen wollen, sollen sie gerne. Wir haben heute wieder viel Neues gelernt in den Workshops und ich nehme mit, dass wir die Retourenbearbeitung komplett ändern möchten und den Kundenservice proaktiver gestalten wollen mit Greyhound, damit einfach Dinge, die automatisiert werden können, auch automatisiert werden und somit uns das Leben erleichtert. Zwei Tage Community Day neigen sich jetzt dem Ende entgegen. Hildebrand, die Sonne lacht, genau wie im letzten Jahr. Wie lautet dein Resümee? Ich strahle mit der Sonne um die Wetter, Alina. Schade, dass dieses Event, genau wie das letzte, so schnell vorbeigeflogen ist. Ja, von den Kunden habe ich ja auch viel positives Feedback bekommen und ihr vom Team fahrt also auch gut gelaunt nach Hause. Wir fahren unendlich zufrieden nach Hause, Alina. Viel besser hätte es nicht laufen können. Das heißt, wir sehen uns beim dritten Community Day auf jeden Fall wieder. Selbstverständlich, das Ganze schreit nach Wiederholung. Super, ja, dann haben wir dem eigentlich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir fahren gut gelaunt nach Hause, lassen die Skihalle wieder hinter uns liegen und sagen auf jeden Fall Tschüss bis zum nächsten Mal.